this thing tomorrow. It better be reading by then. Oh no! Feel sick! I died! Oh! So, vor mir steht einer der berühmt-berüchtigsten Filme der letzten Jahre. Ja, alleine schon wegen seinem Inhalt und wegen seinem, ja, ganzen Drumherum, The Human Centipede. Ja, mittlerweile gibt es ja schon 3 Teile. Ich habe mir hier mal den ersten besorgt in einer kleinen Hardbox. Ja, und damit seid willkommen beim Sammlerplatz. Ja, also dieser Film ist natürlich in aller Munde gewesen und ich glaube, jeder hat schon mal von ihm gehört gehabt. Allein wegen der Thematik, wie gesagt, da kommen wir nochmal gleich zu. Und ja, er ist, das kann ich schon mal vorneweg sagen, jetzt nicht so krass wie sein Ruf, aber er ist auf jeden Fall ein wirklich gelungener Genrebeitrag aus Holland. Ja, denn es ist ein Holländer, der den Film hier inszeniert hat. In Deutschland gedreht, mit amerikanischen Darstellern, beziehungsweise der Hauptdarsteller ist sogar ein Deutscher. Dieter Laser, auch ein sehr korrekter Typ, habe ich mal auf einer Convention getroffen, konnte mich sogar einige Minuten mit ihm unterhalten, persönlich. Und ja, wirklich ein sehr sympathischer Typ, geht so ein bisschen in die Richtung von Uwe Boll, also sehr kontrovers so von seiner Art, denn er nimmt kein Blatt vor den Mund und ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Gespräch, das ich da geführt habe. So, The Human Centipede, der menschliche Tausendfüßler. Wobei Centipede eigentlich 100 Füßler heißen müsste, aber egal. Klugscheißer-Modus aus. So, Uncut, Uncensored, Director's Cut, also natürlich. Wobei, wie gesagt, harte Szenen gibt es hier eigentlich nicht. Wie gesagt, der ist halt nicht so krass wie sein Ruf dann am Ende. Ja, wie gesagt, das Frontcover ist eigentlich das Standardcover. Es gefällt mir immer noch irgendwie am besten, denn man weiß nicht, was einem hier erwartet. Finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Vor allen Dingen hinter diesem Milchglas hat auf jeden Fall was. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann von der Seite. Ja, ist halt auch auf DVD, ist keine Blu-ray. Von NSM Records aus Österreich. Dann das Backcover. Genau, Audiokommentar ist da drauf, Interview mit Hauptdarsteller Dieter Laser, Behind the Scenes, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ist wahrscheinlich sehr, sehr sehenswert. Ja, warum ist dieser Film so berüchtigt? Weil die Protagonisten an den Anus des Vordermannes angenäht werden. Und mehr brauche ich dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Die Leute, die den Film kennen, beziehungsweise auch die Film nicht kennen, wissen, was dann wahrscheinlich irgendwann mal passieren wird. Ja, wie gesagt, der Film ist gut, sehr gut gemacht und Dieter Laser ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Den zweiten Teil finde ich ziemlich eklig, den muss man dann nicht mehr unbedingt, weiß ich nicht, hat auf jeden Fall nicht mehr diese groteske Art, diese groteske satirische Art des ersten, aber den dritten muss ich mir nochmal angucken, denn der soll ja extrem schräg sein. So, kleine Hardbox, finde ich immer wieder schick. Ja, preislich, ich glaube, der lag so bei 15 Euro. Kann man auch nicht so viel falsch machen. So, dann war es das mit dieser kleinen Hardbox hier. Und ja, damit verabschiede ich mich. Und ja, ei, 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 ei. So, bis zum nächsten Mal.